So, hallo. Ich wollte gerade sagen, wir machen weiter, aber wir machen zwar weiter mit der Aufnahme, aber das ist ein neues Level und jetzt spielen wir. Wir sind bei den Kaizo-Leveln vom KLDC 1 Contest. Ist er der erste, ne? Nee, es gab schon mehrere. Ah, okay, dann ist es gar nicht der KLDC 1 Contest. Ich weiß nicht, wie vielte, aber 2015 gab es auf jeden Fall auch schon einen, Ah, 2016. verdammt. Jedenfalls kommt wieder ein KLDC Contest und ich habe vor eine Stunde schon angefangen, das Level von Chosen aufzunehmen. Dafür haben wir eine Stunde gebraucht. Jetzt habe ich noch das Level von Sariel und NGB, die haben zusammengearbeitet und ich lese kurz vor, was mir Sariel dazu geschrieben hat. Aber der Chosen ist wieder dabei, der darf das gleich mal bewerten. Dann haben wir zumindest eine qualitativ hochwertige Person hier. Wenn er die Sachen kritisieren kann oder auch Du nicht. konntest nur schlecht dein eigenes Level bewerten. Ich kann Also noch nicht Sariel sagen, hat ob das geschrieben. mein Level das Beste vom Contest, weil dann hätte ich ja Ja, natürlich. den Punkt sein. Dieses Level stammt nicht allein von mir, es ist eine Kollaboration zwischen mir und NGB, habe ich bereits erwähnt. NGB hatte die Level-Idee und hat sich um das Aesthetic und ASM gekümmert. Mein Part war das Level-Design und kreative Hindernisse. Unser Hauptsorgenkind ist der Boss. Wegen. Wir wissen nicht, ob an den zweiten. Ob man. Ob. Wir wissen nicht, ob an den zweiten lila Frau-Block zu gelangen ein nicht doch zu präzises Hindernis im Vergleich zum Rest des Levels darstellt. Das werden wir also mal kontrollieren. Der zweite lila Frau-Block. Und sie sind sich unschlüssig wegen der Musik. Einmal haben sie, ich habe zwei Versionen deswegen hier, einmal mit zwei Lieder, einmal mit drei Lieder. Und zwar einmal hat der Boss noch eine extra Musik und einmal nicht. Und wir werden beides uns versuchen anzugucken. Ich hoffe nur, ich muss da nicht. Huch! Ist alles noch bei OBS da? Bist du noch da? Ich bin noch da, Okay, ja. ich habe kurz wohin geklickt, wo ich eigentlich nicht hinklicken wollte. Alles gut. Und genau. Genug geredet, ich starte das Level. Die Musik musst du bewerten, weil ich höre nichts. Ja, Also das ist es ist deine korrekt. Aufgabe. Don't be afraid of the only way out of your misery. Castle, not a trap. Das ist eine ziemlich 666. große. Ja dann, here we go. Ach ja, und ich habe in der letzten Aufnahme mit Chosen meine X-Taste komplett geschrottet. Deswegen ist mein Spinjump jetzt gerade auf V gewandert, was super umständlich ist. Ich hoffe, ich muss hier nicht viel Spinjumpen. Wir werden sehen. After all this time I finally got you. Hell would have to freeze over before you get past this castle. Victory is mine, Bowser. Tja, verloren. Ja, da kann ich jetzt wohl erstmal nur sterben. Natürlich. What? Ah, okay, es ist ein Autobahn, ne? Ist es nicht? Oh, Ein doch, Auto, ja. wahrscheinlich doch. Doch, ich Autowanne. Wanne, huch. Ah, halt, höher. Oh Gott, okay. Das heißt, hier muss ich jetzt spinjumpen, ja? Ich hätte gespinjumpt Hättest müssen. müssen, ja. Oh boy. Das mit dem Sterben und mit dem ins neue Level reinkommen ist ziemlich interessant. Ja, das stimmt. Warum der da nochmal springt, ist mir gerade ein Rätsel. Okay. Aber wie komme ich denn da sinnvoll nach oben? Weil das andere Feuer ja auch da oben ist. Ach so, ja, okay. Das ist ja dann durch, wenn ich halt auf das andere springe. Hoffentlich vernünftig. Ach Gott. Nein, warum? Das ist dieser Zusatzsprung da, ich weiß gar nicht, warum er den macht. Ach, ich kann mich ja doch bewegen. Lel, ich dachte, das ist ein Autobahn, weil es so runter, weil der mich so weggebasht hat. Ich kann mich ja doch ganz normal bewegen. Ja, guten Morgen. Da wäre ein Spin schon ganz gut. Oh, was? Ich muss irgendwie im Rutschen jetzt bleiben. Ach so. Oh mein Gott, okay. Die Idee ist cool. Also überhaupt ist gerade das alles ziemlich interessant. Und die Musik ist auf jeden Fall auch großartig. Muss Ja, man. die höre ich dann, wenn die Folge raus ist. Ja. Die ist sehr hektisch und passend. Und ich muss jetzt irgendwie da. Wie kann ich denn. Wenn ich auf dem Dings drauf lande, dann rutsche ich weiter, ne? Ja, okay, alles klar. Oh Gott, mit Spin Jump ist das echt gerade unangenehm, aber das liegt nicht am Level.
Okay. Yes! Die muss ich an, muss ich die anstupsen oder? Ich glaube, die muss ich anstupsen. Bleib mal auf deinem Hintern sitzen, sag ich mal, weil es könnte sein, dass noch ein Schreinchen kommt. Ich versuch's. Ah! Oder guck einfach mal vor, vielleicht funktioniert das. Ja, ja, hast schon recht gehabt, ich muss das Feuer da wegrutschen. Irgendwo ist gerade ein Yoshi erwacht. Was? Was geht hier ab? Rutschen, Spin-Jump. Na, jetzt noch netter. Ach du Schande! Hä, wieso rutsche ich da nicht mehr? Oh, ich hab's verkackt. Kante kommst? Ah, jetzt. Und dann muss ich da irgendwie... Oh Gott. Okay, wow. Okay. So weit, so gut, würde ich sagen. Ist das jetzt hektisch wieder? Nein. Oh, ist das der Bosskampf schon? Okay. Das ist ein etwas anderer Boss. Und es ging jetzt darum, also der zweite Block, den man erreichen kann, der soll irgendwie kompliziert sein. Okay, und er startet wieder hier. Also, wir haben jetzt die zweite. Also, hier muss ich irgendwie entgegenrutschen, offensichtlich. Ach so, und während des Eises kann ich hier drunter durch. Ja, okay. Ah, ich verstehe. Du kannst ja hier schon anfangen zu rutschen an der Schräge, oder? Ich muss ja, ach so! Ja, aber ich habe ja jetzt praktisch das Eis gedrückt, das heißt, wenn ich jetzt den hier hole, den kann ich ja auch holen, wenn ich hier Feuer habe. Ja, du musst einfach nur an der Strecke jetzt rutschen und dann kannst du den Stein wegkriegen. Naja, ich glaube, ich muss den hier als erstes machen. Oder meinst du nicht? Ich weiß nicht. Ich hätte es nicht gesagt. Ich hätte gesagt, einfach den ganz links als erstes. Weil ich dann nicht mehr zurück kann, auch sein. Aber wozu drücke ich dann hier auf Eis? Weil wenn ich jetzt... Ach so! Stimmt. Rutsche ich denn da weiter dann? Oh Gott. Geht's blöd? Ich weiß nicht, mit genug Geschwindigkeit, ob du da über die Lücke drüber kommst oder nicht. Ja. So nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Kann ich da irgendwie, wenn ich abspringe, dann rutsche ich nicht mehr weiter, ne? Nee, genau. Geht's nochmal darüber, weil ich. Hier sieht's halt irgendwie, wirkt es irgendwie, als wenn ich da an. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich den dann wegkriege. Ja, du drückst jetzt den Switch da und dann halt kannst du auf den Layer 2 unten reinrutschen. Das geht nochmal rechts. Und dann zeige ich dir, wie ich meine, was da machen könntest. Okay. Gehen wir nochmal nach rechts. War jetzt natürlich also relativ kurz, das andere Level, aber das hat Sarah ja auch schon gemeint. Also hier geht Layer 2 runter, wenn du auf Layer 2 drauf bist. Genau. Genau, und wenn du diesen... Oder? Nee, erst wenn ich hier drüben hingehe, dann geht er runter. Wenn du den Switch drückst, geht er wieder hoch. Nee, oder dann geht er auch so wieder hoch. Jetzt kannst du dann... Jetzt fährt das sogar höher. Ah, das heißt aber, dass er da drüben jetzt auch höher und runter fährt. Jetzt kannst du rutschen. Jetzt kannst du den Stein wegrutschen. Ach, den hier unten. Genau, den unteren. Und dann halt kommst du ja, genau, rein. Richtig. Ah, das muss ich nur gescheit... Okay, alles klar. Ich stelle mich an wie der letzte Depp. Ist noch gehandicapt von der X-Taste und von meinem Level. Ja. Ja, du musst rutschen nach hoch. Ja, richtig. Jetzt sollte ich den später drücken. Oh, beschieß mich doch nicht die ganze Zeit. Das war wieder zu bald, ne? Das war zu bald. Ah, fuck. Ah! Nein, jetzt bin ich nicht drauf. Oh, nein. Ja! Jetzt kam da das Feuer.
Da, das Feuer, das ist dann richtig ungünstig. Oh nein. Wie das irgendwie anderswohin anders denken, das Feuer? Dann warten wir wohl eine Runde. Du kannst dich irgendwie anders hinstellen, damit er dann nicht mehr so doof runterschießt. Und lösch dich, du blöde Pflanze. Ich glaube, das so. Musst du auch. Nein, jetzt ist das schon wieder da. Das gibt's doch nicht. Das ist hart gecodet, der Schuss. Ja, ja. Ja, schießt immer dahin. Oh Gott. Vielleicht mal hier drüben, dann ist er da so ein bisschen fokussiert. Da sollte er mich jetzt eigentlich nicht erwischen können. So einfach dann. Yes! Hey, sehr schön. So, jetzt ist aber die Frage. Jetzt war es zu langsam, oder? Ich würde vermuten, will ich jetzt halt mit dem blauen ihn abschießen oder die Kugel da oben? Ach so, weil ich kann ja beides. Hast du ihn getroffen? Ja. Okay. Okay, die Kugel kriege ich weg. Muss ich dafür trotzdem eisig machen? Ich weiß es nicht. Ich würde es vermuten. Weil ich dann mehr rutsche, ne? Ich weiß nicht, wie groß der Unterschied da ist beim Rutschen, aber eisig fällt sich auf jeden Fall gut an. Ja, der ist schon, glaube ich, schon vorhanden, der Unterschied. Ach! Nee, aber es war vorhin ja auch nicht eisig, als ich darunter nicht gerutscht bin. Okay. Ah ja, hier muss ich dann. Da muss es auch Eis sein, okay. Wenn es runterfährt gerade. Uff! Ach, das ist gerade der Handicap da unten. Ja, ja, okay, ich muss da schneller sein. Okay. Ist das eigentlich der zweite Block jetzt oder schon der dritte? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich würde sagen, ich habe den ersten verkackt schon und hätte den nächsten machen müssen. Ich komme nämlich nicht mehr zurück. Also von der Schwierigkeit war das der zweite, der erste, den wir hatten. Und nicht den. Also muss das schon trotzdem der erste sein, ne? Ach, guck mal, jetzt auf einmal. Was hättest du gemacht? Ich mach nichts anderes. Ich bin da wahrscheinlich weiter oben einfach gestartet. Oder hast du Springen gedrückt gehalten? Lel. Ja. Ja, okay. Never mind. Aber nein, dann ist der zweite nicht sonderlich schwieriger. Den haben wir als erstes gemacht. Also wahrscheinlich wegen dem Feuer. Das ist halt echt ungünstig, wenn das Feuer da unten ist, aber man kann ihn ja so ein bisschen. Im Übrigen hat er gerade keinen Bock, mich zu treffen. Ach, jetzt wieder. Man kann ja so ein bisschen hier verarschen. Dann sollte das eigentlich klar gehen. Wenn er sich verarschen will. Jetzt muss ich halt da drauf und jetzt rutsche ich da durch. Und wenn man das. Ja, wenn man das mal gerafft hat, ist der zweite Block nicht so schwierig. Kann man schon so anbieten. Jetzt probiere ich mal spaßeshalber hier zu rutschen ohne Eis, ob es ein Unterschied ist. Oder ich mir das nur eingebildet. Ja. Okay. Eindeutig. Eindeutig. Da ich normalerweise nicht so viel rutsche im SMB, weiß ich, ja. Wie weit man rutschen kann. Achso, das war jetzt schlecht getimed. Ach, es war. Ja. Würde ich aber auch hier nicht so ohne Save-State spielen wollen, glaube ich. Ich meine, es ist nicht lang, das Level. Wahrscheinlich ist es. Nein! Was denkst du, der Boss ist noch eine halbe Stunde da, pass mal auf. Ach, das ist alles zu knapp hier. Oder kriege ich das noch hin? Ich glaube nicht. Nee, das lassen wir. Wir warten. Wir warten noch eine Runde. Das war schlecht jetzt. Ich muss es ein bisschen eher drücken. Gut. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich mit dem noch irgendwas anders machen soll, außer ihn zu treffen. Ach so. Was? Jetzt ist alles Eis. Cool. Jetzt muss ich da irgendwie noch durchkommen. Kann das mal andersrum gehen? Ja, genau. Oder ich brauche den Block dafür. Aber nee, ich komme ja hier gar nicht hin ohne das. Rutsch! Rutsch! Oh.
Er darf nur die letzte Spitze rausstehen. Ich glaube, das ist genau die Idee. Ja. Dann komme ich am ehesten bis hin. Yes! Okay. Oh, was? Das Level ist nicht zu Ende. Oh, ich hätte. Hä, was? Ja, viel Spaß beim Rüberkommen. Was? Was muss ich hier machen? Gibt es eigentlich einen Checkpoint, wenn du sterben solltest? Ja, ich bin ja da oben jetzt wieder gestartet. Okay. Also ich starte immer in jedem Raum neu. Ach so, ich muss. Oh Gott, muss ich? Muss ich jetzt praktisch über die und dann auf den und dann rutscht man bis da hoch? Ja, lel. Da kannst du so das halbe Level rutschen, das ist voll cool. Fuck. Das ist wahrscheinlich schon. Da war ja was. Aber die Musik ist jetzt auch schön, also die passt auf jeden Fall auch. Wow! Okay, toll. Kriege ich das noch irgendwie gefixt? Nee, nicht so. Nee. Ach, Mann. Scheiße. Vorher warst du gut. Das erste Mal geklappt. Ja, das war vorne echt. Okay, Gott sei Dank. Ich setze hier mal ein extra Safe. Oh, Layer 2. Oh, gut. Dachte, ich trifft dich noch. Ich hoffe nur, es passt nicht. Ich hoffe nur, es muss jetzt nicht. Es ist nicht exakt aufeinander abgestimmt oder sowas. Das wäre etwas ungünstig. Wie sag ich? So kannst du die Sprungtaste gedrückt halten? Ja, das hab ich vorhin schon mal gemacht. Aber ja, das will ich auf jeden Fall. Uah! Ich darf nur nicht. Genau. Deswegen springt er mal vorher, weil ich die dann drücke. Aha, ich bin zu langsam wahrscheinlich. Ich muss hier mal ein bisschen mehr Speed geben. Ja. Aber dann praktisch nicht mehr ganz so krass gedrückt. Ach so, ich muss das machen, wenn er gerade unten durchgeht, ne? Wenn das Ding runterkommt. Ich muss auf Layer 2 warten, genau. Jetzt halt musst du. Okay, dann muss ich das mal timen jetzt. Ich nehme an, es ist nicht so gedacht, dass man da nochmal zwischendurch. Na, fuck. Ja, Gott sei Dank. Okay. Der Cooper hätte, glaube ich, leben müssen. Ich glaube auch. Yep. Den darf ich nicht kaputt rücken. Ach Mann. Okay, stopp. Oh, der zweite Stein muss auch leben übrigens. Hat er sich bewegt in meine Richtung? Nee, aber der Cooper dreht am Stein um. Ja, aber den Cooper kann ich ja. Oh. Scheiße. Übrigens. Das weiß ich noch aus Sariel Paul DC9 Level. Hat er das Puzzle gebaut und da hat auch der Cooper am Stein umgedreht. Oh boy! Ah, jetzt rutscht er nicht extra nochmal. Ach ja, ich sollte nicht pausieren, aber. Oh, hier geht's gar nicht kaputt. Moment. Ach doch, so ein bisschen. Ne, klingt aber eigentlich noch okay. Ja, da ist wieder auch kaputt. Jetzt ist hier wieder dieser scheiß Speed weg. Fuck. Ich dachte jetzt nach dem Boss ist Schluss, verdammt. Das hatte so ein Final-Dings-Charakter. Ah. Es ist.
Ah, ich kann halt nicht gleichzeitig springen und dieses Rutschen. Okay, nochmal von vorn. Ich muss dieses den Sprungknopf hier unten halt schon mal andrücken. Dass ich da dann hier so schneller durchkomme. Na, und dann genau. Du weißt schon, was du machen musst. Theoretisch. Theoretisch. Und jetzt muss der aber noch leben. Scheiße. Oh. So, und jetzt muss ich da schnell hoch. Alter. Gut, dass du das gesehen hast. Ich glaube, ich werde da jetzt nicht so schnell auf die Ideen kommen. Ich habe es auch nur zufällig gesehen. So, Gottes Willen. Der Cooper dreht so, jetzt muss ich hier runter und dann auf den noch drauf. Unten, ja. Ah, ich glaube, genau dann, wenn er durch die Münze läuft, ist praktisch der Moment für mich gekommen oder so. Holy shit. Ja, passt so. Okay. Sehr schön. Gott. Ach so, wenn's oben ist. Also jetzt. Au! Und dann Spinjumper da drauf und dann hoch. Midway Point! Der erste von fünf. Da passt auch. Da kommt nochmal ein Bosskampf. Ja, den Bosskampf, den hätte ich sogar ein bisschen später gesetzt. Ich weiß nicht, was noch alles kommt. Naja, vielleicht kriegen ja beide, also wir haben jetzt ja einen Feuerbosskampf praktisch gehabt, vielleicht kriegen... Oh nein, ich verstehe. Nein. Warum? Warum funktioniert das nicht? Kannst du scrollen, vielleicht funktioniert es dann besser. Bitte? Kannst du ein bisschen scrollen, vielleicht funktioniert es besser, weil der Cooper dann anders reingeladen wird. Ja, wahrscheinlich darf ich hier nicht zu lange warten oder so. Ach fuck. So. So, nochmal probieren. Also ich muss ja hier auf den Cooper drauf landen. Auf den Cooper. Ich rede schon so, wie andere schreiben. So, wie würdest du denn anders sagen? Auf dem was? Cooper. Achso, auf dem Ding. Viele schreiben ja immer den statt dem und umgekehrt und da. Meistens liegt es ja nur daran, dass sie das M einfach daneben drücken. Dass denen halt scheißegal ist. Aber mich triggert sowas immer. Oder sie wissen nicht, was richtig ist, so wie ich, weil die keine Ahnung von Deutsch haben, so wie ich. Wieso, du schreibst doch eigentlich immer richtig? Tue ich das? Das freut mich. Ich glaube. Mir Mühe. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht sagen, ob das dem oder dem Cooper wäre. Also das Beispiel jetzt von gerade. Naja, es ist der Panzer von dem Cooper. Und nicht den von den Cooper. Zum Beispiel, oder was hatte ich denn für einen Satz überhaupt gesagt? Wird auf den Cooper drauf springen. Richtig, auf den Cooper ist wiederum dann richtig. Auf wen oder was will ich springen? Auf den Cooper. Das stimmt doch mit N. Ja, aber es ist der Panzer von dem Cooper, von wem? Das ist immer eine Frage, was, also ich, auf den will ich springen, ist ja wen oder was? Das ist ja das andere, der andere Fall während... Oh fuck, wieso geht das denn nicht mit dem Ding da? Ah. Oh, warte mal, ich kann ja neu ansetzen, sehe ich gerade. Ich glaube, ich soll das gar nicht im Schwung machen. Ich habe hier eine neue Rutschstelle. Ah, stimmt. Mein Fehler. Aber schön versteckt. Falls es so geplant ist. Aber noch gesehen, ja. I, was? Erstmal drauf und dann später rutschen. Ja, okay. Muss ich da jetzt auch noch rutschen oder nicht? Ne, eigentlich kann ich da ja neu anfangen zu rutschen. Hallo, ich bin hier, zack, weg ist der Boden. Die ist echt ganz kurz da. Nope.
Ja, das ist sicherlich jetzt falsch gewesen, die Serie sofort wegzumachen. Ich glaube, du musst den blauen Kuchen befreien. Kann sein. Bin mir nicht sicher, warum, aber das sieht auf jeden Fall so aus. Aber hatte ich nicht die... Oh, fuck, was tue ich denn? Weil ich habe ja die Möglichkeit, die hier nochmal neu anzurutschen. Also soll ich die, glaube ich, nicht mit dem Ding sofort wegmachen. Das meinte ich jetzt gerade. Also hier würde ich erstmal stoppen, weil ich kann die jederzeit hier wegmachen. Stimmt. Deswegen wollte ich jetzt erstmal gucken. Ja. Befreien, Shell holen. Und den Stein da oben. Oh, ich kann nicht scrollen, by the way. Ah, okay. Interessant. Wollte nämlich gerade gucken, was kommt. Ja, dann kann ich jetzt gerade nur die wegmachen. Und hier irgendwo putschen. Schnell. Zu spät. Ach, ich habe ja die... Ah, der Notenblock. Ja, du musst irgendwie auf den Notenblock draufputschen. Ja. Oh Gott. Also, so. Genau so. Ja, genau, wenn der drunter ist. Ah, fuck genau. My life. Oh Gott. Ja, fast. Das sind schon okay, das bleibt hier zum Glück stehen. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ich glaube, ich muss noch rutschen. Ja, das glaube ich auch. Das ist gar nicht so schlimm wie gedacht. Ja. Am Arsch. Ja, genau. Okay, aber es ist doch nicht so schlimm wie gedacht, weil ich kann hier neu anfangen zu rutschen. Ja. Ich musste nicht den Rutsch von hier mitnehmen. Okay, dann ist es wirklich nicht so schlimm wie gedacht. Nett gebaut hier. Alles nochmal machen mit. Am Anfang muss man einmal rutschen. Ah, oh, das sieht nach dem Ende aus. Incoming Boss. Wow, what? Wow. Lass dich mal zerquetschen. Das war cool. Ja, aber das war eine super coole Idee hier am Schluss. Dass man den Pfeiler dann wegmacht und entsprechend. Ja, wir gucken jetzt die ganze Zeit. Oh, guck mal, wie viel Leben ich noch. Ach Quatsch, wie viel Münzen ich gesammelt habe in dem ganzen Abschnitt. Ah, sehr schön. Genau richtig abgezählt. Wo kamen denn Münzen her? Wann habe ich denn Münzen gesammelt? Das hat Zariel extra eingestellt. Ich glaube auch. Willst du mich gerade verarschen? Ich habe doch nie... Nein, ich habe Münzen eingesammelt, tatsächlich. In dem Rennpart habe ich Münzen eingesammelt. Stimmt. Sag mal, habe ich alle Münzen eingesammelt, die es gibt? Hat der bewusst 88 Münzen da reingemacht? Oder ist das jetzt, bin ich jetzt schon ein Verschwörungstheoretiker? Ja, das ist ganz, ganz sicher gewollt, dass es 88 Münzen sind. Mich wundert, dass du nicht 88 Leben hast, sondern 99. Ja. Ach so, scheiße, mir fällt da gerade ein. Komme ich dahin nochmal zurück? Das wäre cool. Wahrscheinlich nicht. Nee, da komme ich nie mehr hin zurück. Wir sollen ja gucken wegen der Musik. Ja, du musst das andere laden. Ja, dafür muss ich nochmal den Feuerpart spielen. Ach, scheiße. Ich wollte den State da hinsetzen und dann... Okay. So schlimm war der Feuerpart ja nicht. Das geht schon. Es geht ja nur um die Bossmusik. Dass man die Höhle auf jeden Fall mit was Alternativen macht, das ist klar. Jetzt gucken wir mal, habe ich hier wirklich alle Münzen eingesammelt? Ich weiß es gar nicht. Den Frump hier finde ich übrigens schon fast ein bisschen überflüssig. Also der stellt überhaupt keine Gefahr dar. Ich glaube auch nicht, dass er eine darstellen soll. Ich glaube, der ist nur so ein bisschen... Nee, ich glaube, es ist zufällig. Ich habe doch niemals zufällig alle Münzen genommen, oder? Du siehst auch nicht, wie viele Münzen du hast in dem Fall. Richtig. Ich glaube, das hast du selber gewusst, wie viele Münzen du brauchst. Ach fuck, das war der Scheiß. Hab schon wieder vergessen. Nein. Ich hab schon verkackt. Ich lösche mich. Geht das noch? Irgendwie ja nicht so. Ah, oh, gerade so. Du
die musste ich jetzt anstupsen und trotzdem noch rutschen bleiben, ne? Genau. Also basiert praktisch halt das ganze Höhle. Die ganze Höhle basiert auf jeden Fall auf diesem Rutschen. Ja. Ist aber eine coole Idee, finde ich. Jetzt so verglichen mit deinem Level, es ist praktisch ja hier ein Gimmick und bei dir sind es halt mehrere, ne? Ja, genau. Trotzdem ist es halt auch wieder relativ lang, man weiß nicht so richtig, wann es aufhört. Ich dachte halt, nach dem Boss eigentlich ist es Schluss und wollte schon sagen, ja, ist doch eine angenehme Länge. Und dann kam die Eishöhle. Insofern, ja, fail. Ah, fuck! Wieso nimmt ihr den jetzt mit? Ich drück doch da gar nicht so durch. Nein, ich rutsche nicht mehr. Weil ich doof Kopf immer aufhöre, nach unten zu drücken. Wobei, muss ich überhaupt? Ich muss weiter nach unten drücken. Glaube ich. Du kennst dich auch nicht so gut mit Rutschen aus, ne? Hä, wieso? Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass ich da weiter gerutscht bin? Ich weiß nicht, irgendwie ist das klar. Ich rutsche nicht mehr weiter. Vielleicht muss ich so. Ach, ich glaube, da oben musste ich gar nicht weiter rutschen. Ich musste nur hier rutschen. Ach, ich bin schon wieder ganz blöd. Stimmt, hier konnte ich ja. Ja, alles gut. Das muss ich dann erst bei den anderen feuern. Gott. Nee, das. Falsche Taste losgelassen. Lass immer die falsche Taste los, ich seh's doch nicht. Das ist doch eigentlich nicht so Rennen loslassen können. Rennen, danke. Rennen. Ach, rennen. Auf X drücken, auf X legen, dann halt drückst du sie nicht. Muss aber die meiste Zeit danach drücken. Ja, und hier rutsche ich jetzt nämlich. Warum hier ein Yoshi plötzlich zu hören, das weiß ich bis jetzt nicht. Das ist interessant. Stimmt? Okay. Ja, zweimal hört mich ein Yoshi und wird deswegen gestoppt. Ach, vielleicht, dass man sieht, was kommt. Es ist nämlich so ein Stopper drin halt dadurch. Das könnte wirklich die Idee dahinter sein. Das wäre ja cool. So. Bossfight. Kriegt eine eigene Musik. Hm, weiß ich nicht. Fand ich fast besser ohne Music Change. Die Musik ist zwar cool, keine Frage. Aber irgendwie hat es dann doch den Pace jetzt rausgenommen. Und vor allem, wenn es nicht der Final Boss ist, sondern das Level dann auch noch weitergeht. Das krieg's wieder nicht hin. Ich glaube, weil ich nicht die Renntaste, die Sprungtaste gedrückt habe, du hast schon recht. Ja. Das ist genau das, was ich tun muss. Toll. Okay, aber, Fliege, geh weg. Damit würde ich sagen, belassen wir es dabei. Nochmal spiele ich es jetzt nicht. Also was ich anders gemacht hätte an dem Level ist, den Boss irgendwie nicht in die Mitte gesetzt. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja. Dann denkt man sich so, ah ja, endlich Boss fertig und dann halt kommt doch noch. Das war tatsächlich echt verwirrend für mich, aber vor allem ist es ja so eine Mischung aus diesem Lava und Eis. Man könnte ja erst die Lava-Höhle, dann die Eishöhle und dann ist der Boss ja die Kombination. Und dann am Schluss dieser Lichteffekt war natürlich super cool. Der kann theoretisch auch beim Boss kommen. Wenn man den Boss so umbringt, dann kommt dann der Lichteffekt von dem Punkt. Naja, wo oder der Boss man wird halt in diesen Raum da hinten hingeschickt. Die könnten das da ja hinsetzen. Zum Beispiel. Cool. Wir wollen jetzt hier natürlich nicht das Level verändern, um Gottes Willen. Ja, schreibt auch bei dem Level eure Meinung. Und wir sind nicht ganz so lange unterwegs gewesen wie bei Chosen's Level. Aber dass Sariel geschrieben hat, dass das wahrscheinlich das einfachste Level des Contests wird, ich glaube nicht. Ich glaube, da werden ein paar einfachere kommen. Das war schon teilweise interessant, sag ich mal. Weiß, wer weiß. Spielst du die anderen auch, damit du es weißt? Nee. Aber halt vielleicht irgendwann den richtigen Contest dann, wobei, da brauche ich, glaube ich, viele Nerven für Hilfe. Naja. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, hoffe, das hat soweit gefallen und ihr könnt was zu den Levels sagen. Und ja, danke fürs Zuschauen, danke an dich fürs Dabeisein bei den beiden Parts. Kein Problem, danke fürs Spielen von meinem Level und von Sariel natürlich auch. Und von NGBs, weil der war ja hier mit dabei. Also ich weiß jetzt gar nicht, was dann war, dann wahrscheinlich die Höhle. Wie war es jetzt? NGB war für ASM und Aesthetics, glaube ich, verantwortlich hauptsächlich. Genau, und hatte die Level-Idee auch, glaube ich, noch. Das war auch noch sowas.
Ja, kann ja Sariel auch in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt irgendwas Blödsinniges erzählt habe. Also erfährlich, was mir gerade aufgefallen ist, dass manche Wände relativ leer waren, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder nicht, aber irgendwann in der Eishöhle gab es mal... Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich war mehr damit beschäftigt zu sterben. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich war auch mehr mit beschäftigt, dich beim Sterben zuzusehen. Ich glaube, auch bei einem Kaiserlevel würde ich noch viel weniger auf das Aussehen achten, weil ich einfach nur durch will. Aber ja. Dann bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen. Und sage Tschüss. Ciao, ciao.